Hallo, ich bin Serena und herzlich willkommen auf meinem Kanal Body, Wall and Friends. In diesem Video lernen wir wunderbare Varianten, wie man die rechte Maschen abketten kann. Stellen wir das vor, unser Strickteil ist fertig, aber der Rand sieht immer noch nicht so besonders aus. Bei mir passiert das auch. Variante Nummer 1. In dieser Variante wir stricken gleich beide Maschen zusammen. Die Masche bringen wieder zurück an die linke Nadel. So. So. Diese Variante geeignet wunderbar, wenn ihr die Ärmel abkettet oder für die Pullis, also Halsausschnitt oder so. Man kann bisschen was abketten und dann ganz normal weiter stricken. Dann wieder auf der Rückreihe abketten, von links heißt das. Und dann bekommt ihr so eine wunderschöne Armausschnitt oder Halsausschnitt, je nachdem. Jetzt kommt die Variante Nummer 2. Geben erste Masche ab. Die zweite Masche stricken wir und ziehen wir über die zweite Masche bzw. über die erste Masche. Holen wir die Masche wieder oder lassen wir da. Nächste Masche stricken wir und ziehen wir über die Masche, die auf dem Stricknadel sich befindet. Masche kraus rechts stricken über die andere Masche überziehen. So. So. Und zum Schluss Variante Nummer 3. So, und jetzt kommt die dritte Variante. Das ist meine liebste Variante, nämlich ein Musterbeispiel für diesen Bobble. Die Nadel in die erste Masche von rechts nach links. Holen wir die zweite Masche auf den Nadel, nur die zweite Masche, und stricken wir ganz normal kraus rechts und lassen wir los. Wieder Masche zurück an die linke Nadel, holen wir, also den rechten Nadel können wir einfach in die Masche stecken lassen, holen wir wieder die zweite Masche und stricken wir nur eine Masche, die zweite Masche ab. Na, hat es ein bisschen mal. Also, nochmal rein in die zweite Masche. Praktisch die zweite Masche ziehen wir durch die erste Masche. So. Und stricken wir nur die zweite Masche ab. Und loslassen.